Okay, und wenn jetzt hier auch die Augen sind ja auch creepy teilweise. Das geradeaus von uns bewegt sich. Die anderen nicht. Jeweils die beiden Augen, oder diese vier Augen hier bewegen sich links und rechts vom nächsten Eingang. Okay, also auf jeden Fall, hier brennt's offensichtlich. Ich höre es ja. Hier ist nichts. Da komme ich jetzt so nicht durch. Ich fühle mich ein kleines bisschen beobachtet. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber so ein bisschen. So, betätigen wir mal hier den Hebel. Hallo, Lara? Okay, dann geht das Feuer schon mal aus. Ich hoffe mal, dass das wieder nicht auf Zeit ist. Bitte, bitte nicht auf Zeit. Einmal springen. So. Es ist auf Zeit. Es ist auf Zeit, aber es ist machbar. Okay. Was haben wir hier? Da geht es irgendwie runter. Geht es irgendwie hoch. Hier ist so ein Sternchen und hier sind wieder zwei. Sind das Lamas, die hier aufpassen? Sieht für mich ein bisschen wie ein Lama aus. Was ist ein Seraph? Muss ich den hier einstecken? Nein. Nee, okay. Was ist das denn hier? Ich sehe es nicht. Muss denn da rein? Irgendwas Quadratisches, vermute ich. Oder irgendwie. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, Medaillon oder so? Aber es sieht jetzt nicht nach einem Schlüssel aus. Und natürlich kann Lara hier nicht durch, weil wir sind viel zu groß, um hier durchzupassen. Ne? Man sieht es auf jeden Fall, wir sind um ein Pixel zu groß. Da passen wir natürlich nicht rein. Okay, dann müssen wir da hinten auf jeden Fall erstmal hin. Ach, guck mal, das Feuer ist wieder aus. Da unten ist ein Hebel. Nee, gegen euch will ich doch nicht kämpfen. Moment mal eben, ich gehe mir eben nach oben. Ja. Wieso hält die sich jetzt nicht fest? Hallo, Lara? Danke. Irgendwie, ich habe gedrückt, aber wieso hält sie sich denn gerade nicht fest? Ich habe gerade ein technisches Problem. Ich drücke richtig. Das war jetzt sehr merkwürdig, weil ich habe STRG gedrückt zum Festhalten. Warum das jetzt ging, weiß ich nicht. Brenne. Okay. Das ist eine blöde Stelle hier. Oh, jetzt habe ich auch noch aus Versehen meine Waffe gezogen. So. So, schön hier an der Seite entlang. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein mit Lara. Oder weil ich die Waffen gerade in der Hand hatte. Hat er deswegen nicht festgehalten? Wollte man eigentlich mal eben hier hoch. So, jetzt geht's. Komisch. Hat er eben irgendwie nicht genommen. Mal eben analysieren, was hier los ist. Kann ich den irgendwie retten da hinten? Ich habe Angst, dass ich den falschen treffe. Weg? Oh nein! Mein fleißiger Kämpfer da hinten ist tot. Ich höre ihn aber noch, also den anderen Typi. Da läuft er doch noch rum. Aha. Aha, okay. Ich speichere das mal ab, bevor ich gleich wieder durch die Flammen rennen muss.
Wo ist er jetzt? Also entweder ist das noch mein Gegner oder das ist noch einer der Kämpfer hier. Oh, das hier. Ah, da unten läuft noch einer. Okay, das geht sehr tief runter. Da waren wir doch auch schon mal, oder? Hier in dem Bereich. Ich glaube, das überlebe ich hier nicht. So, aber da hinten. Ups, ist noch ein Hebel. Aber da hinten war doch noch ein Gegner, oder? Läuft er hier nicht mehr rum? Doch eben noch gesehen, wie der weggelaufen ist. Ist der hier? Nö. Ja, schade, dass meine Kämpfer hier gestorben sind. Haben die irgendwas liegen lassen für uns? Der hat nichts liegen lassen. Hast du was liegen lassen? Sehe leider nichts. Ich glaube, der hat tatsächlich gar nichts liegen. Doch, da, Munition. Der hat wenigstens Munition für uns liegen lassen. Mal eben dahin gehen. So. Aha. Ja gut, ein bisschen Munition, das ist ja schon mal was. So. Hier ist ein Hebel. Okay. Ja, dann kommen wir hier irgendwie runter. Kommen wir am schlausten da runter, ohne zu sterben. Ach, dann sind wir auf der anderen Seite. Haben wir ja eben schon kurz hier gesehen. Hier scheint irgendwas hinter zu sein. Was ist das denn? Sieht auf jeden Fall sehr wichtig aus, wenn das hier so, ja, doppelt geschützt ist. Was ist das? Gemstones, okay. Brauchen wir das für oben, was wir eben schon gesehen haben? Wo wir auch irgendwie diese Einkerbung hatten. Ist es dafür? Hier ist noch ein Hebel. Dann geht es da wieder hoch. So, dann geht's wieder hoch. Und dann denke ich mal, dass wir diesen einen Stein für diese Einkerbung hier nutzen müssen, oder? Ich wollte gerade sagen, hier der Fuß sah ein bisschen aus wie ein Medipack. Nein, leider nicht. Okay. Die Einkerbung kommt ja nicht von irgendwo her. Zwei haben wir sogar davon. Das heißt, irgendwo muss noch so eine Einkerbung sein, aber ich erinnere mich gerade nicht. Habe ich den schon mal irgendwo gesehen? Gott. dass Lara davon nicht erstochen wird. Okay. Kurz erschrocken. So. Dann hat sich der Stern hier nach hinten versetzt. Ich denke mal, das hier muss man irgendwie reinziehen. Reinziehen vor allem. Wer kennt's nicht? Vielleicht, nee, ach, geht gar nicht. Dann müssen wir es rausziehen. Genau, rausschieben und reinziehen. Also rausschieben einmal. So. Laras letzte Kraft hier. Nein, nein, nicht reinschieben. Ich wollte eigentlich draufspringen. Ja, da muss man dann immer. Oh, so, das kann mal etwas länger dauern jetzt hier. Oh, nochmal zurück. Eigentlich wollte ich hochspringen. Damit ich hinten rum kann. Na gut, dann renne ich halt ganz doof um den Stern herum. Das sollte doch auch gehen, oder? Okay. Was ist denn hier hinter? Oh, aha. Ja, wofür man diese Dinger braucht, das weiß man auch noch nicht so, ne? Aha. Das weiß man auch noch nicht so wirklich. Ja, hätten wir den auch schon mal gefunden. Einmal abspeichern.
Sonst gibt's ja aber nichts zu tun, ne? Hier haben wir alles gemacht. Ich hüpfe mal zurück. Jetzt vor allem ist das Feuer halt aus, ne? Naja, irgendwer hat wohl den Hebel nochmal betätigt. Ich gehe mal in die Haupteingangshalle oder so. Da war ja, glaube ich, noch ein Gang, den wir noch gar nicht gegangen sind. Wo kommt das Ding? Da. Wow. Knapp. Knapp. Waren wir ja schon. Da waren wir ja auch schon. Ich sehe hier nichts mit irgendeiner Einkerbung. Ach guck, hier liegt die ganze Zeit ein Medipack und ich, Depp, laufe die ganze Zeit dran vorbei. Das sah halt jetzt auch aus wie so ein Fuß wieder, ne? Wie so ein Schuh von einem Soldaten. Oder von so einem Kämpfer. Meine Gott, schon wieder. Aha, ja gut, immerhin haben wir dann nochmal Medipack gefunden. Aber ich finde es cool, dass hier die ganzen Kämpfer immer wieder spawnen. Hat überall keine Einkerbungen. Das da hätten wir auch schon betätigt. Das Tor haben wir auch schon geöffnet. Da rechts waren wir auch schon drin. Da ganz links waren wir auch schon drin. Hier waren wir noch nicht drin. Hier rechts. Und irgendwas mit der Statue muss man bestimmt auch machen. Hier waren wir noch nicht drin. Das weiß ich. Da kommt auch Musik. Das ist gut. Dann weiß ich zumindest, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht ist ja irgendwo oben eine Einkerbung bei der Statue, dass man die aktivieren muss. Vielleicht muss man sogar die Statue aktivieren. Dann kommt man so hier hin. Gott, wie soll ich denn da rüberkommen? Moment. Sekunde. Da brauche ich viel Anlauf. Und ich muss im richtigen Moment, im richtigen Pixel wieder abspringen. So, warte, ich muss mich mal eben hier positionieren. Hier und. Oh, Gott sei Dank. Yay, das hat geklappt. Es hat geklappt. Was muss ich denn hier machen? Vermute mal, dass man irgendwie auf ihren Kopf muss, vielleicht. Vielleicht. Hier ist auf jeden Fall nichts. Ich glaube, ich kann da hoch, oder? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier verbrenne. Ganz vorsichtig zurück. Und dann. Ach, schade, ich dachte, man könnte so total cool zurückspringen. Jetzt brenne ich. Gut, dass ich gespeichert habe. Habe ich mir fast gedacht, dass ich da aus Versehen reinrenne. Wieso springt sie denn jetzt nicht? Ich habe doch Alt gedrückt. Altiger kann ich nicht drücken. Moment. Ist ein bisschen schwierig, glaube ich, weil sie dann rennt und in dem Moment, wo ich halt Alt drücke, ist sie noch im Rennmodus und dann reagiert er auf Alt für Rennen nicht. Altes System. Jetzt schon wieder. Ich habe doch Alt gedrückt. Ich habe Alt gedrückt. Okay, dann muss ich wahrscheinlich einfach ganz nach vorne auf die Plattform, ne? Das ist manchmal noch so ein bisschen schade, wenn die eine Funktion quasi noch ausgeführt wird. Ja, reagiert die andere Funktion dann nicht? Ja, das dauert jetzt ein bisschen.
Erst meckern und dann geht's. Dafür musste ich aber wirklich sehr weit zurück. Ach, guck mal da oben. Da ist ein Bereich auf jeden Fall für diese Einkerbung. Da unten ist sonst nichts. Dann gehen wir mal da irgendwie hoch. Boah, ich dachte schon, die rutscht da jetzt schon wieder runter. So. Dich, nicht den Seraph, einmal hier den Stein. So. Dann erstechen wir uns wieder ganz kurz. Gott, wo war der denn? Wo ist denn der? Sicherheitshalber nochmal abspeichern. Habe ich den schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Ich gehe mal eben hier runter wieder. Hinter. Aber ich habe eben hier hinter geschaut. Hier war. Da hinten ist noch ein Eingang. Guck mal, da unten. Das scheint noch eine Tür zu sein. Aber da habe ich nichts gesehen. Oh, okay, ich lebe noch. Da ist noch ein Tor. Muss ich hier hin? Oh, das sieht aber auch gefährlich aus. Da ist ein großes Tor. Nee, hat sich nichts geöffnet. Das sieht hier so aus, als kämen da irgendwelche Pfeile aus den Seiten raus. Nee. Hier ist schon mal nichts. Vermutlich müssen wir aber hier später noch hin, ne? Hier ist auch keine Kammer. Hier ist ein Eingang. Ach, da ist sie. Okay. Dann dürfen wir hier runter. Ich glaube, ja, hier sind irgendwie die Gefängnisse, oder? Mal eben speichern. Okay. Wo kommen wir denn jetzt hier aus bei den Gefängnissen? Ich höre Wasser. Auch hier bei den Becken, da sind wir doch auch anfangs mal rumgelaufen, ne? Wisst ihr noch, als wir da mal ins Becken gesprungen sind? Halt aufgetaucht sind und dann mussten wir, glaube ich, da hinten oder so lang. Oder? Da hinten mussten wir, glaube ich, lang. Guck mal, da kommt da sogar gerade einer raus. Hallo, guten Tag. Könnten Sie mir bitte hier das Tor öffnen? Das wäre nett. Interessant, interessant. So, hier ist irgendwie was? Da kann man mit dem unten hier runter, ne? Aber dann ist man auch wieder bei dem Becken. Dann ist man wieder bei dem Becken. Guck mal, da ist ein Hebel. Was macht denn dieser Hebel? Ah, dann können wir hier hoch. Wie cool. Da kommt Wasser raus. Müssen wir das Wasser stoppen? Das war falsch rum. Aber der hat es gerade nicht gezogen. Ganz komisch. Moment. Ja, ich muss mal eben auf die linke Seite, glaube ich. Einmal hier bitte hin. Wenn wir nicht ziehen können, dann vielleicht schieben. So. Jetzt ist kein Wasser mehr, was hier fließt, weil
dieser Block jetzt alles hier verhindert. Wir haben das Loch geschlossen. Ach, und dann ist das komplette Wasser hier über den Becken weg. Das heißt, wir können in den unteren Bereich. Cool. Dann hinab in den leeren Pool. Uhu. Ich lebe noch. Ich lebe noch. So, kommen hier irgendwelche Gegner? Eigentlich ja nicht, ne? Weil oben läuft ja unser Kämpfer rum. Der verteidigt uns ja da oben. Dann müssen wir wahrscheinlich hier zu diesem Block, weil das ist das Einzige, was ich hier irgendwie sehe, was man machen kann. Da hinten kamen wir mal durchgeschwommen. Das macht ja auch keinen Sinn. Was macht denn dieser Block hier für uns? Ich glaube, ich sollte es nach vorne schieben. Das macht mehr Sinn wahrscheinlich. Ach, guck mal, noch so eine Trommel. Noch so eine Trommel. Aha. Wie viele haben wir denn jetzt davon? Prayer Wheels. Ist auf jeden Fall für Gebete wichtig. Okay. Für die Gebete wichtig. Was können wir denn damit am besten machen? Ich gehe nochmal zurück in den Raum, wo die, also hinter der Statue links, wo wir da eben kurz vor dem Tor standen. Weil ich meine mich zu erinnern, dass da rechts und links waren ja noch so Löcher. Ne, da waren ja so Löcher, die habe ich kurz gesehen, aber nicht weiter beachtet. Vielleicht muss man diese Rollen in diese Löcher stecken. Vielleicht. Ich zeige euch gleich mal, was ich meine. Das kam mir eben schon ein bisschen komisch vor. Vielleicht sind die dafür gut. So wie hier, genau. Da war nämlich so ein Loch quasi. Guck mal, das sind die ganzen Trommeln hier. Müssten ja 5 Stück sein, ne? 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir hätten alle Trommeln gefunden und dann setze ich die mal hier ein. Ich speichere aber vorher nochmal ab. Bevor da gleich irgendwie so ein Gegner kommt. So, fangen wir hier mal an. Dann bringen wir ihm quasi die ganzen Rollen hier zurück. Die ganzen Gebets. Ja. Rollen. Blöcke, was auch immer. Da muss erst die Lara hier in so einen Tempel kommen, weil die Kämpfer das selber nicht schaffen. Um das alles hier zurückzubringen. Vielleicht bekämpfen die uns auch deshalb nicht. Weil sie uns vielleicht beauftragt haben, diese Rollen hier zu finden. Und jetzt sind die einfach nur dankbar, dass hier jemand ist, der sich darum kümmert. Das würde zumindest erklären, warum sie uns verteidigen. So, dann haben wir hier noch einen. So. Okay. Das sieht sehr geheimnisvoll aus. Ja, wir haben nur noch einen Schlüssel bei uns im Gepäck. Das ist der Seraph. Der muss da wahrscheinlich rein. Zack. Ist das Ende des Levels hier? Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Das ist so die Endtür. Oder? Haben wir es geschafft?
Yay! Jahre später. Ich brauche immer ein kleines bisschen länger im Videospiel. Aber gut, wir haben es geschafft. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht.